Ja. Guten Morgen hier bei Let's Play Skyrim Legend Edition Enderal. Mein Mikrofon sitzt irgendwie niedrig, habe ich das Gefühl gerade. Ich muss meinen Kopf so nach unten machen. Ja, wir sind wieder dabei. Ich hatte irgendwie vorhin ziemliche Texturprobleme. Ich hatte halt gar keine Textur, null. Und jetzt habe ich EMB gerade mal komplett deaktiviert. Das hat ja schon von vorher irgendwie Probleme gemacht. Vielleicht mache ich auch irgendwann wieder. Ja, wohl eigentlich nicht. Ich hatte ja letztens erst eine komplette Neuinstallation von Skyrim. Als ich jetzt auf der neuen SSD gespielt habe. Die größere, weil die Mods nicht mehr auf die alte passten. Da hatte ich schon so ziemlich so, also wirklich 50% der Mods waren outgedatet und das war schon ein ziemlicher Performance-Schub, den ich danach hatte. Aber es ist ja alles damals gewesen, jetzt ist kein EMB mehr drin. Die Leistung ist besser. Vermutlich hat sich EMB und das einfach nicht vertragen, auch gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Wir haben ja jetzt 1080, ich habe trotzdem noch zu viele Mods. Und dann auch noch natürlich mit der Auflösung ist halt immer okay. Huch! So, wir müssen hier aber in diese Höhle rein. Das ist unsere Aufgabe. Oh oh. Ja, hallo. Tja, das war wohl eine Grubenratte. Zerstörtes Buch. Also ich dachte, das wäre jetzt wichtig. Ich muss gerade nochmal nachgucken, was war denn die Aufgabe? Tarhutis Schönheitselixier finden. Ah, okay. Die Quest war das. Gut, gut, gut. Nein, nein, ich nicht, glaube ich. Ach, hier ist eine Art Lichtung. Ist schön hier. Das ist echt schön. Eine Tour. Ah, das ist nicht schlecht. Ich glaube, hier ist keiner. So wie es aussieht. Oh, doch. Fleischloser Verbrecher. Der Verlorene natürlich. Aua, oh, 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 scheiße. Oh, oh. Ja, das hat da nicht so gut geklappt. Muss ich mich halt heilen. Heilen ist auch echt das einzige große Problem, was ich hier mit Enderal habe. Da hätte ich echt gerne lieber zaubert und die dann halt einfach, also zumindest Regenerationszauber, von denen ich keinen Arcanistenfieber bekomme. Yo! So, und schlagen! So stark seid ihr nämlich nicht! So, hier. Die nächste stark sind. Ist er der? Der hat noch einen Bogen. Da kann man alles nehmen. Weil ich auch glaube, dass wir hier irgendwann, wenn wir genügend Essen oder Geld haben, dann haben wir irgendwann genügend Essen und dann ist das mit dem mit der Gesundheit auch nicht mehr das Problem. So, hier ist, glaube ich, der falsche Weg. Muss ich nicht hin. Hier sieht schon besser aus. Na. Na. Ja, Alter. Hat er irgendwas dabei? Rattenhaut. Oh. Oh, das ist ein Archimistenzeug. Das ist okay. Ja, gut.
Wo ist er denn hingeflogen? Nehme ich mit, würde ich sagen. Ist er nicht hier? Gibt das hier irgendwo hin? Ich stelle das da ein paar Fallen. Sonst ist hier scheinbar nichts. Gut zu wissen. Oh. Oh, der Kampf! Oh, oh. Der erste ist tot. Der zweite auch. Okay, das ging doch schnell. Wieder ein paar Schlammmorcheln. Ich glaube, dass ich habe das Gefühl, dass diese Schönheitselixier noch weiter, na toll, verteidigt wird. Ja. So? Dolch in der Hand? Ne, was ist das denn? Das Schwert, oh Gott, das kam mir ziemlich klein vor. Ja, trau dich! Komm zu mir, komm zu mir! Ja. So, perfekt. Ach, Fackel, Alter. Ich dachte, scheiße. Kalter Blick des Rattengegenfängers. Okay. Karottene Kartoffeln an Dreila Brustenbrot. Okay. Aber wir sind schon... Oh mein Gott. Aura-Dieb, was ist das denn? Was warst du denn? Tja, ich denke mal, du wirst auf jeden Fall sterben. Hä? Was war das denn? Ektoplasma? Als eure Finger die Flasche berühren, fährt ein angenehmes Kribbeln durch euren Körper. Das Elixier trinken und die Flasche zerschmettern. Elixier in den Rucksack stecken. Ja, in den Rucksack. Ich bin ja schon Schüler. Ich muss ja nicht Schüler werden. Das ist vielleicht nicht näher, aber da könnte ich mich relativ schnell entscheiden. Ich selbst muss das jetzt nicht trinken. Da bin ich relativ. Ich glaube auch, dass der. Also, ich kenne das so. Ich habe ja schon gewisse Rollenspielerfahrungen und. Spätestens aus Fallout kann man sagen, dass wenn man jemandem hilft und jemandem was bringt und. Dass das immer mehr bringt als. Sich selbst ja eine Kurzschlussreaktion quasi selbst was zu holen. Es ist in diesen Rollenspielen halt einfach immer der Fall. Man hat zwar vielleicht für kurze Zeit einen gewissen Vorteil, aber nicht auf die lange Strecke. Da hat man immer den größeren Vorteil, wenn man einem anderen hilft. Und ich gehe einfach mal auch in Skyrim ist es weniger stark ausgeprägt wie in Fallout, aber auch schon. Was kommt jetzt? Hä? Hallo? Läuft die Aufnahme noch? Ich höre das Spiel. Was ist denn hier los? Mein Bildschirm hat sich auf HDMI nicht mehr auf Displayboard umgestellt. Die Aufnahme läuft doch. Ja, geil. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Irgendwie hat sich mein Windows sich abgemeldet. Es ist gut, dass da die Aufnahme dann noch läuft. Ein Nvidia GeForce Game Driver ist verfügbar, ja. Und meine Performance ist gerade im Eimer. Wie man vielleicht ein bisschen merkt an den Aufnahmen. Ja, was heißt im Eimer? Ne? Sie ist ein bisschen so wie vor der Deinstallation von
irgendwie. Und ich muss ja sagen, ne, Enderal ist geil. Kann man nichts anderes sagen. Aber, ich freue mich doch schon darauf, tatsächlich jetzt schon wieder ins normale Skyrim zu gehen. Das hier sieht gut aus, ist keine schlechte Grafik, das ist auch keine schlechte Story. Weil die Story ist sowieso eigentlich besser als die von Skyrim selbst, weil Skyrim bzw. Bethesda kann halt keine Storys. Aber ich vermisse irgendwie das Standard Skyrim, die noch geilere Grafik. Also zumindest mit meinen Mods. Bei scheinbar wohl auch besserer Performance. Zumindest hatte ich da trotz Ultra HD super duper mega Grafiken nie die Probleme. Und halt so dieses Standard, dass man halt wirklich rumläuft, dass man so viele Sachen kann ich hier nicht machen. Ne? Ich kann nicht zaubern, ich kann nicht schnell reisen. Dann halt Sachen, die es ein bisschen immer schmälern. Es ist zwar was anderes, klar. Das ist halt wirklich, als würde ich ein anderes Spiel spielen. Es ist halt ja auch ein anderes Spiel eigentlich, nur auf derselben Engine quasi. Aber... Ja. Hallo. Schreitet wohl. Ihr hattet recht, euer Trank war wirklich in der Klarwasserhöhle. Er ist unversehrt. Hier, seht selbst. Zeigt. Oh, Wonne! Das ist er wirklich. Bei den Wogen des Kosmos. Wie kann ich euch nur jemals danken? Ach ja, richtig, der Meisterschädel. Einen Moment, ich suche eine passende Ledertasche für euch. Ich sagte, ich will euren Meisterschädel nicht. Gebt mir etwas anderes, irgendetwas, das ich auch gebrauchen kann. Na schön, wenn ihr unbedingt wollt. Aber kommt ja nicht auf die Idee, euch später zu beschweren. Hier, das sollte euch für eure Mühen entlohnen. Und hab Dank. Benötigt ihr sonst noch etwas? Ah ja, 130 Groschen, ne? Aber ja, aber ja. Ich hab doch jetzt wieder Sachen, die ich verkaufen kann, vermute ich mal einfach, ne? Hier, Beil und, eine Axt und ganz viele Schwerter. Wie seht das hier gerade? Ich muss das gerade wegmachen, so. Ich konnte ja nicht sehen, wie viele, wie viel Geld die hat. Ich meine, okay, das hat man beim Film nicht gesehen. Ich habe ja das Overlay drin, dass man sieht, was die anderen eins erstmal reicht und das andere Getränk ist eigentlich sogar besser. Ich würde behalte ich. Ausdauertränke brauche ich halt echt nicht. So, Zutaten will ich behalten. Ja. Oh. Möge sein. Ja, ja. Monsteranhänger der Konstitution ist besser als ein Abzeichen der Apothekari. Okay. Was ist das? Kalter Blick des Rattenfängers. Verbessert eure schwere Rüstungsfähigkeit um 5 Punkte. Einheitenangriff verursacht um 3% mehr Schaden. Festigt eure Lebensenergie um 8 Punkte. Was ist denn weg? Ach, den Helm! Ach so, und ja, Schild nutze ich nicht. Also ich bin kein Schildmensch, deswegen. Hallo. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Ja. Sagt, was ihr braucht und macht ja, schnell. Ja, ich weiß doch, wie nett du bist. Nein, ich will nicht die Suchfunktion. Ja. So, Eisenkriegshammer. So, eine Spitzhacke. Stiefel, die drei Helme, Wolfsfelle, Wolfspelze, zerstörte Bücher. So, da haben wir auch schon 2000 Groschen, ne? Das ist halt auch schon nicht wenig. Jetzt die Frage, was machen wir jetzt? Müssen wir über Enderal sammeln? Nein.
Die Lehre. Es gab von Alfreds Erzählung, das ist vielleicht was für die nächste Folge, alle beendet. Das ist ja eine Nebenquest. Den flüchtigen Mörder Pailas Naiyarim finden und töten. Ich glaube, dass ich das mache. Tatsächlich, aber wahrscheinlich auch erst in der nächsten Folge. Ach Gottes Willen, ist das weiter. Ah ne, ich kann ja nicht schnell reisen, stimmt. Stimmt. Das ist ja das, was gefühlt das Let's Play in die Länge streckt. Bin ich da ja nichts für kann. Wer bist du? Schreitet wohl! Ich verstehe echt nicht, wie ich nicht darauf kam, dass ich diesen Baum hier nehmen konnte bei der Quest damals. Ich verstehe es nicht. Wie flugst du euch lang? Der hat wie eine Boeing, die hier lang fliegt plötzlich. Hallo? Ja. Aber ich würde sagen, 16 Minuten, ne? Kann man schon mal Folgen machen. Bis dahin und tschüss.